Parkstone International freut sich, Ihnen Folgendes präsentieren zu können. James McNeil Whistler. Geschrieben von Hans-Wolfgang Singer. James Abbott McNeil Whistler, 1834 bis 1903, debütierte in der Kunstszene in einem entscheidenden Moment der Kunstgeschichte und wurde zu einer Pionierfigur. Während die Impressionisten den Inbegriff der Avantgarde verkörpern, erreichen Whistlers Gemälde ein Abstraktionsniveau, das vor ihm noch nie erreicht wurde. Er gilt als einer der bedeutendsten amerikanischen Künstler des 19. Jahrhunderts. In einer Zeit, in der eine Strömung von der nächsten rasch abgelöst wurde, in welcher jede Künstlergruppe erregt die vorhergehende befehdete und der Streit und wieder Streit umso allgemeiner wurde, weil die Auseinandersetzungen nicht eigentlich zwischen Persönlichkeiten ausgetragen, sondern Prinzipien ausgefochten wurden, weil außerdem nicht nur die Schaffenden selbst, sondern die Zuschauer in den Kampf gingen, ließ Whistler seine Kunst erblühen, die weit über jedem Kampf steht, ja die nicht einmal irgendeinen Streit herausfordert. Denn selbst die berühmte Nocturne in Schwarz und Gold, die fallende Rakete, welche Ruskin zu jener flegelhaften Kritik veranlasste, hat ihn ja nicht als Kunstwerk, sondern als Kaufobjekt so sehr in Aufregung versetzt. Er ärgerte sich nur darüber, dass jemand für ein kleines Bild, an dem nicht einmal die Schweißspuren der redlichen Arbeit glänzten, 200 Guineen verlangen konnte. Selbst hier war es also nicht eine sensationelle Auffassung der Kunst, sondern eine sensationelle Auffassung des Marktwertes, die Whistler geliefert hat. Seine Kunst wusste nie etwas von den Sensationen des Tages, von der orientalischen und der sogenannten naturalistischen religiösen Malerei, von dem Impressionismus und der Ameloid-Malerei, von dem Freilicht und dem Pointillismus, von den mancherlei anderen geräuschvollen Losungen der verstrichenen 40 Jahre, die Tausenden und Abertausenden den Kopf verdreht haben. Sie lebte in der Ruhe eines Feingefühls, das sie von vornherein dem Interesse der großen Menge entzog. Wäre Whistler als Mensch ein zurückhaltender Charakter gewesen, seine Kunst allein hätte seinem Namen nie zu Ruhm verholfen. Wenigen Vornehmen und Gleichgesinnten wäre sie aufgegangen und diese hätten sie der Menge wohl bis zur ehrfurchtsvollen Scheu, aber nicht bis zum liebevollen Verständnis nahebringen können. Denn sie gipfelt in Werken wie etwa denjenigen, die Geoffroy und Durer so schön beschrieben haben. Wenn Sie mehr über die Geschichte von Whistler erfahren möchten, finden Sie das Buch auf diesen Plattformen.